Im Jahr 1914 kam vom Kriegsministerium der Befehl, zwischen Feldbach und Mühldorf ein Kriegsgefangenenlager zu errichten. Im Ersten Weltkrieg kamen sehr viele russische Soldaten in Gefangenschaft und man wusste nicht, wo man sie unterbringen sollte. Man hat dann ein Lager für 30.000 Leute gebaut, und zwar zwischen der Bahnübersetzung, kann man sagen, Feldbach-Gleichenberger Bahn und zwischen Mühldorf. Die Lagergründung erfolgte durch den Militärbauleiter Hauptmann Schmidt von Kiesbeer. Bereits kurz nachdem dieses Lager aufgestellt war, 3 Monate, 4 Monate später, kamen die ersten größeren Gefangenenzuschübe nach Feldbach. Weißt du ungefähr, wie viele Leute das da in Feldbach zeitweise gefangen waren? Es sind Tag und Nacht Fieberganz angekommen mit Kriegsgefangenen in Feldbach. Da war ja das Lager ja zum Großteil noch gar nicht fertig. Da sind sie dann in Erdhöhlen verkrochen, manche dann in Notzelten, bis dann die ersten Baracken wirklich bezugsfertig waren. Mein Vater war dabei bei der Aufstellung von diesen Baracken als Zimmermann. Aber genaue Zahlen kann man, glaube ich, ganz schwer sagen. Es steht in den Unterlagen, bereits 45.000 Gefangene in Feldbach waren und 5.000 Mann Wachmannschaft. Heimische. Also ja. Soldaten aus der eigenen Armee, ja, und natürlich auch Zivilpersonal. Ja. Und das Lager hat dann bestanden als Kriegsgefangenenlager speziell bis zum Juli 1915. Dann ist es umgebaut worden in ein Werkstättenlager und Ende Juli in ein Spitalslager. Und in dem Werkstättenlager, was waren da für die Werkstätten untergebracht? Ja, es waren einmal alle Handwerksberufe drinnen, was für den Krieg äußerst notwendig waren. Angefangen von Schuhmacher, Schneider, Nagelschmiede. 99 Millionen Schuhnägel sind zum Beispiel drinnen erzeugt worden im Laufe der Zeit. Und alles eigentlich vorgesehen gewesen für die Sonderfreund. Weiter über Fassbinder, Fassbinder war immer sehr wichtig. Und die Leute, die dort gearbeitet haben, waren alles Gefangene? Alles Kriegsgefangene, ja. Und das Aufsichtspersonal? Waren durchwegs heimische Leute, Fachleute. Ne? Heimische Fachleute. Ja. Ein Teil der Maschinen stehen heute sogar noch in der Tischlerei der Maschinenfabrik Krobert in Feldbach. Ja. Das sind ganz robuste Geräte. Krobert hat ja auch eine gewisse Rolle gespielt in diesem Lager. Ja, Krobert war die Artilleriewerkstätte und da haben Kartuschen erzeugt. Sie haben von der Firma Böhlers Rohmaterial nach Feldbach angeliefert gekriegt und sind die Kartuschen erzeugt worden in Feldbach und dann wieder auf dem Gegenweg zu der Firma Böhler zum Scharfmachen. Man hat dann müssen ein Feldbahnnetz errichten. Das Feldbahnnetz ist gegangen von Unterweißenbach Richtung Feldbach durch das Grazer da durch, hinunter über den Hauptplatz, also bis nach Mühldorf. Mühldorf ist es dann raufgegangen auf dem Steinberg. Man wird in der zweiten Folge, die wir auch gemeinsam machen, eben sehen, was für die Relikte dann am Steinberg noch erhalten geblieben sind. Und dieses Feldbahnnetz ist auch gegangen vom Bahnhof Feldbach über die Bürgergasse wieder ins Lager hinein. Man musste ja die Gefangenen transportieren und wie das Lager dann umgebaut worden ist in ein Spitalslager, dann ist ein großes Problem auf Feldbach zugekommen. Man befürchtete, indem das Verwundete und Kranke von allen Kriegsschauplätzen hierher gekommen sind, dass Seuchen eingeschleppt werden in der Stadt. Und man hat dann eben noch eine Bahn gebaut, die Normalspurbahn. Das war der Vorläufer der Gleichenberger Bahn. Ja, der ist leider nur 4 Kilometer lang geworden, weil dann ist der Krieg aus gewesen. Und der Traum von der billigsten Bahnlinie von Feldbach nach Gleichenberg ist leider dadurch zugrunde gegangen. Also nur bis Öd ist das nur gegangen. Bis Öd. Dann hat es eine weitere Bahnlinie gegeben, die hat von Mühldorf rausgeführt in Richtung Untergien. Dort war ein sogenanntes Fixellager aufgebaut, vorgesehen für kriegsgefangene Offiziere, aber laut den neuesten Erkenntnissen nie in Betrieb genommen, weil man hat Angst gehabt, dass die Kriegsgefangenen dann sehr leicht und nicht mehr wollte ausbrechen können und hat die nach Schloss Bertholdstein gebracht. Eins ist natürlich hochinteressant,
dass Feldbach Mühldorf zu dieser Zeit über 50.000 Einwohner gehabt hat. Kann man sich heute nicht vorstellen. Kann man sich heute nicht vorstellen. Aber was ist das Problem dabei? Das Problem dabei ist einmal die Versorgung dieser Leute mit einer Verpflegung, mit einem Wasser, mit Energie. Also man hat ca. 80 Brunnen gegraben im Lagerbereich und hat aus der ganzen Gegend versucht, eben Lebensmittel aufzukaufen. Unter anderem mehrere große Feldbacher Firmen haben sich verpflichtet, als Lieferfirmen eben das Lager zu versorgen. Hat natürlich zu einigen Schwierigkeiten geführt. Die haben ja auch immer geschaut, in erster Linie, dass einmal für die Familie was da bleibt und für die einheimische Bevölkerung und dann erst Lieferungen an das Lager. Ne? Hat ja auch die Arbeitskraft gefällt. Arbeitskräfte haben gefällt, aber die hat man andererseits wieder gegen Ansuchen, da hat man müssen Ansuchen erstellen, die hat man dann gekriegt seitens vom Lager. Ne? Es haben ja im Land ja sowieso sehr viele Kriegsgefangene gelebt. Je nach Besitzgröße haben die Bauern müssen so und so viele Kriegsgefangene aufnehmen und die haben sie dürfen verwenden für Arbeitszwecke. Ja, also jetzt haben wir das Essen einmal. Du nimmst das Essen zu dir, dann die nächste Folge ist, dass das im Körper verarbeitet wird und dann eben ausgeschieden wird. Das war einer der großen Probleme, wie kann man eben die Fäkalien entsorgen? Ja, die Fäkalienbeseitigung war sicherlich das Problem vom ersten bis zum letzten Tag. Man hat angeordnet, alle Fassbindereien von Gleisdorf bis nach Jennersdorf zu aufsuchen, alle Getränkefässer beschlagen nehmen, den oberen Boden rausnehmen und da drauf haben sie dürfen wir Not verrichten. Und der letzte Mann, was die Sache geätmet hat, hat es mit weiteren Gehilfen in die Raab rein transportiert. Also zuerst haben sie es nochmal mit dem Zug runterführen zur Erdlermühle. Ja. Also da hat es einen eigenen Fäkalienzug gegeben und der war vollgefüllt mit Fässer und der ist glaube ich am Tag zweimal gefahren Richtung Raab. Je nach Fässergröße, was haben wir die verschiedensten Getränkefässer gehabt, zwischen 150 und 500 Liter. Und am Anfang ist das direkt in die Raab geschüttet worden. Und später hat man dann eine Kläranlage dort errichtet. Ja, mit dem Raabschütten, das geht nur zur Sommerszeit. Im Winter ist die Raab zugefahren gewesen und die Haufen sind ja bis zur Haushoch geworden. Dann haben wir Anordnung gegeben, bis nach Bertelstein, um da zu verteilen. Aber die waren natürlich auch nicht interessiert daran. Und dann hat man müssen eine Notkläranlage errichten. Ja, diese Kläranlage war natürlich ein bisschen Hilfe, aber die Fässer gewaschen sind trotzdem wieder in der Raab waren. Also diese verschmutzten Fässer sind dann in die Raab gerollt worden und dort war ein eigener Trupp, der diese Fässer gewaschen hat. Ja. Die große Gefahr war ja, dass man den ganzen Quack hat in die Raab reingeleert und die Fische haben wir den Quack gefressen und dann sind wieder hungrige Kriegsgefangene reingekommen, haben die Fische zu sich genommen. Es war eine große Gefahr, dass eine riesige Seuche auftreten kann. Das ja, nicht nur das. Es ist ja dann so eine Lebensmittelnot entstanden im Lager, dass man angesucht hat, da hat man müssen eine Genehmigung haben, zwischen Gleisdorf und Bertelstein und Fähring die Raab abfischen zu dürfen. Und da hat man ja tonnenweise dann Fische rausgefangen, die die Gefangenen dann eben und die eigene Wachmannschaft und die eigene Betriebsmannschaft eben zu essen bekommen hat. Ja, es ist alles gegessen worden. Aber im Lager selbst hat eine große Hungersnot bestanden. Ja, das ist ja nachweisbar in den Kohlenabbaustätten, zum Beispiel in Reiting sollte mal ein Landwirt eine Steige Äpfel reingeschmissen haben und das hat irgendein Aufseher gesehen und der ist knapp den Tod vorbeigegangen. Es war strengstens verboten, Kriegsgefangene mit Lebensmitteln zu versorgen. Die Operationsräume, das ist auch ganz wichtig. In dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel schon drinnen. Grüne Staroperationen durchgeführt worden an französische Privatpersonen, was vermögend waren. Ne? Und heute muss man nach Wien fahren, um den grünen Star zu behandeln lassen. Wenn man natürlich die Fotos sieht, dass die gleich ohne Mundschutz und ohne Handschuhe da operiert haben, dann wird es einem schon ein bisschen gruselig, muss man sagen. Ja, ein ehemaliger Nachbar von mir hat drinnen gearbeitet in diesem Lager. Am Operationstisch, dort ist sogar ein großes Bild drauf. Und der war dabei bei allen Ausoperationen von Granatsplittern. Und er hat dann wie ein Jäger auf der Tafel befestigt und dazu geschrieben, verwendet es. Also eine Granatsplitter-Trophäensammlung hat er angelegt.
ausführlich die Lagergeschichte ist in meinem neuen Buch, Der Erste Weltkrieg, Kriegsgefangenenlager Feldbach-Mühldorf 1914-1918 beschrieben, mit 900 Fotografien, Grafiken und Dokumenten bebildert. Es wird am 25. November um 19 Uhr offiziell bei der Raiffeisenbank Feldbach mit einem Vortrag, mit Filmvortrag und Dias vorgestellt. Lieber Hans Blasl, wir sind da in deinem Freilichtmuseum in Trautmannsdorf. Wer sich näher für solche Gegenstände aus dem Lager interessiert, soll dieses Museum besuchen. Es ist wirklich ein sehenswertes Museum und der Raum darinnen ist eben eine Offiziersbaracke aus dem Lager, das du abgetragen hast. Du, danke. Und danke auch. Danke. Viel Besuch, gell? Danke. Grüß dich. Servus.